Das wird dir der Akkuschrauberkeil sehr danken. Auch von kleinen Eschen können Dürreäste herunterfallen. Daher fälle ich sie hier mit dem Akkukeil, mit dem mechanischen Spindelkeil, fast erschütterungsfrei. Man sollte diese Bäume niemals mit der Axt keilen. Der Arbeitsbereich sollte ausgeräumt werden. Sturz und Fall ist das zweitgefährlichste im Wald. Auch bei kleineren Eschen lassen wir uns nicht täuschen. Die Gefahr liegt sprichwörtlicherweise in der Luft. Diese Esche hat Türäste im Kronenbereich und durch das Keilen könnten diese herausfallen. Achtung! Schade um so einen Baum, aber es hilft alles nichts. Man sieht jetzt schon verfault, das heißt, der war vielleicht noch mal ein bisschen beschädigt hier. Zusätzlich natürlich die Esche sehr empfindlich, da gibt es schon viel mehr dazu. Auf das Eschentriebsterben bzw. zusätzlich dann mit dem Stockzersetzer, mit dem Hallimasch. Ich mache normal auch in dieser Baumstärke bei der Esche schon einen Herzstich. Diese Faulstelle, das hat man von außen schon gesehen, hat meinen Herzstich ersetzt. Ich habe trotzdem Splintschnitte gemacht, denn ich wollte auf jeden Fall das Aufspalten verhindern. Also diese sehr stark spaltende Baumart. Und als Anfänger würde ich da vielleicht sogar auch in diesem Durchmesser schon eine Stammpresse verwenden. Das Aufplatzen und das Aufspalten des Stammes ist wirklich äußerst gefährlich. Zur Schnitttechnik, du kennst diese schon von mir, da habe ich schon einen Film gemacht zu Schnitttechniken mit dem Akkukeil. Ich werde dieses in der Endcard verlinken. Ich habe mein Halteband hier, dieses Dreieck, stehen gelassen. Das lasse ich generell meist stehen beim Fällen, weil einfach der Baum sicher erst dann weggehen kann, wenn man das will bzw. wenn man das durchtrennt. Dir ist vielleicht aufgefallen, ich habe diesen Akkukeil jetzt eher schief angesetzt, weil der Stockdurchmesser relativ klein ist und so würde vorne dann dieser Keil anstehen und wenn ich das schief ansetze bei dünnen Bäumen, dann nicht. Dieser Baum war ein ganz schöner Rückhänger, also auch in diesem moderaten Durchmesser hätte ich da stark keilen müssen und das wäre durchaus mit den Türästen hätte das gefährlich werden können. Die Baumhöhe würde ich ungefähr auf 15 Meter beziffern und auch von 15 Meter, nur wenn ein Ast herunterfällt vom Baum, dann wäre das ganz schön schmerzhaft. Das heißt, ohne Helm ist, glaube ich, sowieso keine Diskussion und erschütterungsfreies Keilen. Diese Kombination gefällt mir eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut. Ich habe mit den Makita DTW
700 und da drinnen einen 6 Amperestunden Akku. Ja, 6 Amperestunden sind schon nicht schlecht. Wenn wirklich im Profibereich einen ganzen Tag gearbeitet werden soll, ist das wahrscheinlich knapp. Da ist ein 8 oder 12 Amperestunden Akku wäre da besser geeignet. Aber für den Semi-Profibereich bzw. für den bäuerlichen Bereich ist der 6 Amperestunden Akku sicher ausreichend. Und es gibt ein Ladegerät und möglicherweise hat man im Rucksack irgendwo einen zweiten Akku drinnen. Da gibt es einen Trick im Winter. Im Winter, jetzt im Frühling, haben wir keine Probleme. Wir haben ein sehr warmes Frühjahr. Die Akkus sind schön warm und somit können sie die gesamte Kapazität abgeben. Im Winter haben wir ein Problem. Ab 0 bis minus 5 Grad sowas bekommen wir Kapazitätsprobleme mit dem Akku, da sie so kalt sind und diese gespeicherte Energie nicht abgeben können. Da gibt es auch einen Trick. Dieses Video werde ich dir auch in der Endcard verlinken. Es ist schon ein etwas älteres Video, aber genauso noch immer aktuell der Akkutrick, dass sie warm bleiben. Ja, dieser Akkuschrauber hat, glaube ich, 700 Newtonmeter Drehmoment, genügend Power in diesem Bereich sowieso. Das heißt, auch bis ins Starkholz hinein ist das eine super Allround-Maschine. Da drauf heute der GM-Tech-Keil und was man hier sieht, das ist fast ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal dieses Keils. Dieser Kunststoffkeil ist kippbar und somit kann er sich im Sägespalt innen etwas ausweichen und kann auch, wenn irgendwo unsauber geschnitten worden ist, diese Unsauberkeit besser überwinden, denke ich. Das gefällt mir eigentlich recht gut, muss ich sagen. Ja, ich habe nun schon etwas gearbeitet damit, finde ich echt eine Top-Geschichte. Ich muss jetzt sagen, dieser kleine GM-Tech-Keil, Typennummer weiß ich jetzt nicht, also ich glaube, das ist der bis 24 Tonnen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ist eigentlich egal, gemeinsam mit dem Forstrecht TR24 hat sich zu meinen Lieblingskeilen entwickelt, das muss ich schon sagen. Was mir bei diesem Produkt gut gefällt, ich habe einen Freund, dem gefällt das nicht, aber ich mag das gerne. Du kannst ihn hier am Schwerpunkt super tragen, hier auf dieser Welle, und hier ist man auch vom Fett geschützt. Bei anderen vergleichbaren Produkten ist diese Spindel freiliegend und ich glaube, weniger der Schmutz ist das Problem, dass die Welle verschmutzt wird, sondern mehr, dass wir verschmutzt werden. Man hat dann wirklich das Fett auf den Händen, auf den Handschuhen. Es sind jetzt nicht da hunderte Festmeter drüber gegangen, aber es sind schon einige Bäume gefällt worden und diese Platten schauen auch noch relativ gut aus. Also ich habe da wirklich einen guten Eindruck. Dauertest ist das natürlich keiner. Der Harry Gasparo hat mit diesem auch schon mehr gefällt. Ich glaube, ihm sind dann diese Stege eingerissen, aber ich glaube, ich kenne den Harry nach extremer und langer Belastung. Das heißt, diese Combo, dieser 700er Makita-Schrauber mit dem GM-Tech-Keil oder mit einem vergleichbaren TR24 und Forstreich, das ist schon eine Ansage. Die kann man auch fix zusammenhängen, hier. Das heißt, da ist keine Nuss, das ist untrennbar verbunden, hat den großen Vorteil, dass diese Combo immer beisammen ist, dass man nicht unterm Schrauben herausplatzen kann und da irgendwas beschädigt wird, hat den Nachteil, dass er nicht herausgeht, das heißt, wenn da irgendwas verzwickt ist, muss man ihn stecken lassen samt Akkuschrauber. Also das ist dieser Grund, warum mein Freund das nicht so gerne hat, der mit anderer Arbeit, mit einem trennbaren System, mit einer Nuss, die sich trennt, arbeitet. Aber man kann ja auch diesen Stift, der durch den Gummiring gesichert ist, hierdurch möglicherweise herausgeben, wenn man das will. Und dann ist das auch wieder trennbar miteinander verbunden. Mir gefällt es so eigentlich wesentlich besser, muss ich sagen. Was mir bei diesem Akkuschrauber auch gut gefällt, das Licht ist an- und ausschaltbar. Sieht man hier ganz gut, glaube ich. Es brennt nicht immer. Salat braucht natürlich nicht viel Strom, aber im Wald brauchen wir diese Taschenlampe wohl eher ganz, ganz selten. Auch in der Technik gibt es natürlich Anwendungsbeispiele, wo man es gut brauchen können, aber auch sehr häufig nicht. Das finde ich recht gut. Bei sehr vielen Mitbewerbern ist dieser
diese Taschenlampe immer eingeschaltet, wenn man schraubt. Wie gesagt, im Stromverbrauch wird es untergeordnet sein, nichtsdestotrotz, alles was leuchtet braucht Strom, und uns ist lieber natürlich, dass die Kapazität länger hält, dass der Akku lange hält. Man kann in 4 Stufen einteilen. Ich würde empfehlen, nicht immer mit der größten Stufe drauf zu fahren. Stufe 2, Stufe 3 ist in der Regel ausreichend. Und nur, wenn man wirklich die Leistungsreserven braucht, einen Gang raufschalten. Das wird dir der Akkuschrauberkeil sehr danken, wenn du nicht immer mit voller Power drauf fährst. 700 Newtonmeter sind schon nicht mehr so wenig. Das muss man wirklich, wirklich sagen. Also das ist schon wirklich eine ordentliche Drehkraft, ein ordentliches Drehmoment. Was ich hier auch noch mit habe, den Prototyp der Wild-auf-Wald-Axt. Ja, ich denke, meine Gedanken dazu habe ich schon mal in einem Video gesagt, und du wirst es bald genug erfahren. Die ist bald erhältlich, spätestens bis Herbst, denke ich. Sie wird etwas anders aussehen, aber in der Größe vergleichbar mit 1,25 Kilogramm. Eigentlich ein Leichtgewicht, aber ich denke, in Kombination mit Spindelkeilen ist das voll in Ordnung. Bis hin zum mittleren Starkholz ist auch diese Axt zum Keilen super geeignet. Dann wäre natürlich schon die schwerere besser geeignet, aber ich denke, in der heutigen Zeit wird das meistens dann das schwere Keilen, der Akkuschrauberkeil bzw. die Seilwindentechnik übernehmen. Zusätzlich wird es vielleicht sogar noch die kleine Axt, wenn du dich erinnern kannst, mit dem Loch im Haus geben, gerade für Seilgelände, dass man es bei dem Werkzeuggürtel auch noch zusätzlich einhängen kann. Da wird es viel Neues geben bei Wild auf Wald. Ich muss auch noch schnell ankündigen, es wird wieder eine Sommerpause geben. Ja, viele werden sagen, Hilfe, Hilfe, kein Wild auf Wald mehr. Im Herbst wird es weitergehen, wie heuer. Mir hat diese Sommerpause gut getan. Ich habe sie eigentlich genutzt als Winterpause, denn die meisten Filme, die du heuer in der Saison gesehen hast, habe ich bereits voriges Jahr im Sommer eingedreht. Ich habe nur ein paar neue gemacht, und somit ist es auch für mich im Winter gut handelbar. Diese Arbeitsbelastung, Filme schneiden, Filme drehen, ist doch ganz schön anspruchsvoll, und ich möchte doch immer ganz gute Qualitäten liefern für dich. Nächste Woche gibt es nun einen Film auf meinem Jagdkanal. Ich habe ja vor einiger Zeit die Themen Jagdwirtschaft und Forstwirtschaft getrennt. Diese Filme, die dort jetzt kommen, sind eine kleine Serie über 3 Wochen, ist eigentlich irgendwas dazwischen. Bei der Jagdprüfung muss man sehr, sehr viele Pflanzen kennen, sehr viele Bäume und Sträucher, Nadelbäume, Laubbäume. Und ich habe voriges Jahr im Frühling einiges eingedreht und im Sommer verschnitten. Und so sind nun 3 Filme entstanden mit den Bäumen und Sträuchern, die du bei der Jagdprüfung erkennen solltest anhand von Laub und teilweise vielleicht auch von Knospen. Das ist je nach Prüfung etwas unterschiedlich, denke ich. Nächste Woche ist es dann auf dem Jagdkanal soweit. Hier die 2 versprochenen Filme, hier noch der Jagdkanal. Nächste Woche geht es da weiter. Bis zum nächsten Mal bei Wild auf Wald. Vierte.